Ja, wir haben gerade diskutiert über die Spendenaffäre, die es gibt. Eine städtische Tochter, IDR, hat gespendet an die CDU. Das ist rechtlich nicht zulässig. Dann hat die CDU die Spende zurücküberwiesen und dann hat einfach eine Tochterfirma von der IDR die Spende nochmal gegeben und die CDU hat es behalten. Das finden wir eigentlich einen Skandal, nicht nur wir. Wir haben aber gefragt, was macht die Stadtverwaltung? Was hat sie unternommen? Welche Konsequenzen zieht sie? Die Antwort der Verwaltung war recht dünn. Das wird jetzt alles mal juristisch geprüft. Leider gab es keine klare Aussage, dass sowas eigentlich dem Geist des Kodexes widerspricht, den sich hier der Rat gegeben hat, dass wir Public Governance Kodex vereinbart haben, dass wir uns besondere Transparenz haben wollen, dann kann es nicht sein, dass mit ein öffentliches Unternehmen da so mit einer Partei liiert ist. Wir werden am Ball bleiben und werden jetzt auch gucken, wie sieht das bei anderen städtischen Töchtern aus und wer ist denn eigentlich noch in solchen CDU-Gremien wie dem Wirtschaftsrat? Das Thema wird uns leider noch weiter beschäftigen, ist schon echt heftig.